So, willkommen zurück, Stardew Valley. So, was geht heute? Wetter? Clear and sunny, perfekt Wetter für... Aha, am 24. ist Mittwoch. Okay, ja klar, mach mal Flower Dance morgen. Und dieses Mal kann ich ja sogar wirklich teilnehmen. Schön. Evelyn hat mir was geschickt. Okay, wieder mal einen Kuchen. Und tomorrow we're getting the... If you can find a partner, ich hab schon jemanden. Ich weiß schon wer, ja? Ja, also morgen kein. Ui. Morgen also. Ui! Alter, wieso hängt das so? Morgen also kein Wald. Jetzt noch ein bisschen was abholen hier. Ja, natürlich überhaupt kein Lauch, sondern nur Blödsinn wieder rausgekommen. Ah, da kann ich gleich nochmal welchen herstellen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Die nächsten muss ich jetzt sowieso in die ins Gewächshaus ballern. Das geht ja nicht mehr hier drin. Aber den Lauch kann man echt gut gebrauchen. Vor allem, wenn man damit aus Lauch und Dandelion ja, glaube ich, den Salat machen kann. Naja. Ach, die Gieße habe ich weg. Ja, sinnvoll. Ach ja, genau, da wird mein Stall gebaut, ne? Hey, geil. So, Gieße. Nee, nicht das Ringchen, das will ich verkaufen. Kisi, danke. So, Loot-Tour beendet. Heute habe ich auch kein Viech vergessen rauszulassen. Ist schon mal was. Daher, die Steine habe ich gefunden in meiner Privatmine, da hinten, wo man die Brücke eben reparieren muss, ne? Da habe ich noch mal ein bisschen was angepflanzt hier drin. Alles Frühlingssaatgut hier. Bisschen krank, aber egal. Ich will den Lauch haben. Ich brauche Lauch, nichts anderes. Ja, hier balle ich jetzt noch ein bisschen Knobi rein, wenn ich das Feld schon habe, ja. Weil der wird noch was. Brauche ich das Feld nicht kaputt gehen lassen. Und schön nachgießen, hat es schon gepasst. Ne, da scheint was zu sein, aber hier noch, okay. Ja, und den Rest lassen wir gut sein jetzt. Wir haben auch ein bisschen was an Knoblauch, ganz schön. Ist ganz nett alles. Passt schon. Ja, was ich jetzt mache, ich versuche noch ein bisschen Gutes zu... Oh, ich habe zwei so Pilze gekriegt. Ein bisschen Gutes zu tun. Ach, sind aber silberne, die kenne ich noch gar nicht. Ich habe noch gar keine silbernen gehabt bis jetzt. Toll, hahaha. Ha, ha. Ja, so viel zum Thema, ich benutze das dann. Ja, mache ich nicht. Mensch, ist das nervig. Jetzt ist aber langsam mal gut mit verschiedenen, oder? Jetzt haben wir dann jede blöde verschiedene Qualität. So, ich benutze dann jetzt, was wollte ich? Ach ja, ich werde ein bisschen in die Wüste gehen, da Geschenke an Sandy geben. Aber ich glaube, ansonsten ist heute niemand weiter fällig. Mal gucken. Oh, die Katze habe ich heute noch gar nicht geherzt. Zu trinken habe ich auch nichts gegeben, naja. Ist überlebt so einen Tag. Brudalinski! Tierquäler! Das wollte ich eigentlich verarbeiten zur Marmelade oder so. So, was noch? Das kann auch hier rein. Ja, also ich habe viel zu viel Holz und Steine, das brauche ich für nichts mehr. Die Steine, vielleicht mache ich nochmal einen Minenbesuch. Wegen der lustigen Prismatic Shared, aber das ist auch alles. Oh, da haben die Schweine schon gegraben. Ja, werden wir gleich noch angucken. Ja, Shane könnte ich zumindest reden, aber das kann ich ja morgen. Ansonsten ist, glaube ich, echt jetzt erstmal niemand mehr dran. Der Weisheit ist, die sind alle auf 10 Herzchen. Ich, nur noch die billigen mache ich. Die restlichen sind ja alle auf 8 Herzchen. Alles okay, Mann. Lea hatte ich die Szene. Mit Alex geht es ja erst im Sommer. Harvey hatte ich die Szene. Harvey müsste ich sie gehabt haben. Das war doch das. Natürlich, die 6-Sterne-Szene war ja die bei ihm. War ja die beim Aerobic. Die 8-Sterne war die bei ihm. Genau, wo er gerade rumfunkt. Und dann das Flugzeug sieht. Ja, ja. Ja, wir hatten alle. Lea auch. Also Alex fehlt, Shane fehlt. Shane geht eben erst, wenn das Wochenende ist. Den Rest hat man jetzt alles. Gestern haben wir als letztes noch den Sebastian. Ne, wir lassen es gut sein. Ich schicke wirklich nur Geschenke. Habe ich gestern oder vorgestern schon geschickt. Ich schicke jetzt Geschenke an die zwei noch, aber erst am Wochenende wieder, weil die haben die Anfang der Woche erst gekriegt. Also gehe ich jetzt nur noch zu Sandy und selbst das ist ja Quatsch. Und die mag mich auch viel zu sehr eigentlich.
Naja, egal. Ja, eigentlich brauche ich da gar nicht hin. Können wir lassen. Ja gut, wegen der Wüsten, wegen Wüstenbesuch müsste ich es machen, damit ich vielleicht ein paar Wüstenressourcen kriege hier von wegen Kaktusblume oder Regen, ne? Okay, aber das war's dann echt, ey. Krass. Cool. Ja, dann schnapp ich mir jetzt so ein Ding hier. Habe ich da noch welche von? Naja, viel. Nicht, ne? Nee, warte mal, dann kriegst du den Krokus. Die magst du, glaube ich, auch. Oh, habe ich auch nicht so viele. Naja, egal. Achso, ich habe gesagt, ich gehe gar nicht wegen Geschenken. Ach, Depperle. Also, bis später. Dann mache ich halt echt nur noch die Wüstentour. Jetzt gucke ich mal, wie schnell Shane noch erwischt. Dass ich nämlich blöd voll labern kann. So. Ja, genau. Ach, so schlecht ist das Leben gar nicht. Ich habe zumindest Ei und gefrorene Pizza. Na dann. Also, Tiefkühlpizza. Frozen Pizza, der blöd Mann. Ja, jetzt müssen wir noch auf Pam warten. Okay, bis dann. Wirklich nur noch Tageszusammenfassung. Morgen der Tanz, da bin ich gespannt. Ja, das sieht bescheuert aus, wie man da rumtanzt. Aber zumindest bin ich diesmal nicht allein dieses Jahr, sondern mit Abby. So, Abend. Konnte ich gerade noch ein bisschen Marmelade machen jetzt gerade. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte einfach alles zumachen. Bin mir ziemlich sicher, dass die Viecher jetzt alle schon rein sind. Sonst würde ich irgendwo hier draußen noch eins rumfliegen sehen. Meistens wird es nur nicht aktualisiert, weil man selber noch draußen ist, aber ich war gerade nicht draußen. Ich war ja in meiner Arbeitsscheune. Genau, das heißt, hier dran, wenn wir jetzt noch den Flower Dance anknüpfen, was wir morgen dann machen können. Davor sollten wir aber gleich die G7 für morgen früh in die Hand nehmen. Strawberry? Nee, Strawberry kann ich verkaufen, oder? Strawberry müsste ich schon haben. Habe ich Aprikosen hätte ich auch schon gehabt, Äpfel hätte ich gehabt, Strawberry, Cherry, ich hätte alle schon gehabt, okay, naja gut. Wie sieht's mit Strawberry aus? Äpfel, Cranberry, Blueberry, Strawberry, kann ich verkaufen. Jetzt habe ich hier auch noch Äpfel, bin ich blöd. Also auf jeden Fall kann ich Erdbeeren verkaufen. Aber ich habe doch hier irgendwo jetzt gerade Äpfel gehabt. Na klar, das heißt, die hätte ich schon fast voll, cool. Okay, also. Schlafen. Morgen ein bisschen gießen. Und dann zusammen dieses Frühlingsvolksfest da genießen. Toll. Mehr oder weniger genießen. Naja, ein besonders hübscher Tanz ist das ja nicht, den die da vollführen. Naja, einmal noch die Nacht zusammenfassen, bitte. Ja, gab irgendwas. Klar, ich konnte Knoblauch ernten, es war einiges. Was waren es noch? Bohnen. Die Erdbeere, die zählt überhaupt nicht da. Das ist eine Erdbeere gewesen nur. Was mehr gebracht hat, waren die ganzen Bohnen hier und Knoblauch und was. Genau. Was noch? Ach ja, Käse gab es auch noch. Genau. Marmelade. Oh, die fetzt aber. Cool. Nice one. Mhm. So, na gut, okay. Wir nähern uns der Million. Wir brauchen aber zwei. Schnell Fries reinmachen für den ganzen Scheiß, den wir machen müssen. Was haben wir noch? Wetter. Clear and Sunny, okay. Queen of Sauce. Ja, Trautsuppe ist, glaube ich, wirklich in den Rie ran, okay. Was haben wir heute noch? Aha. Arcane Significance. Naja, weiß ich nicht, ob das so signifikant ist, du Knaller. Ein Geschenk von Rasmodius. Ja, das war falsch. Wir sehen uns dann, wenn ich mit dem ganzen Blödsinn hier fertig bin. Und wir zum Flower Dance gehen. Hä? Ach, da ist ja was. Da bin ich wieder mit der Loot-Tour komplett fertig. Noch ein bisschen was zu verkaufen jetzt. Daraus machen wir jetzt noch... Ach nee, ich glaube, dann machen wir doch lieber ein Frühstücksei einfach draus. Oh, ich glaube, das war fertig geworden gerade. Und zwar, warum mache ich lieber ein Frühstücksei draus? Wegen Complete Breakfast. Ich muss dann demnächst auch noch ein paar Hashbrowns machen. Machen wir auch noch. Was wir jetzt unbedingt machen müssen, ist natürlich zum Fest. Ich will ja mit Schatzi tanzen. Hey, wer's denn? Also... Wir haben alles erledigt. Wir haben ein paar von den Trüffeln aufgesammelt. Ein paar viele sogar. Wir haben einiges verkauft. Los geht's. Bam, 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 bam.
So, jetzt habe ich ja wahrscheinlich mit dem Charakter gar nicht die witzige, besondere Rare-Grau eingesammelt. Dann muss ich die halt jetzt kaufen, ne? Tube of Flowers kenne ich, glaube ich, auch nicht. Also gib mir die auch. Das Rezept dafür? Ja, komm, ich kann es mir leisten, gib her. Und die Rare-Grau, selbstverständlich. Danke, das war's. So, dann könnte ich natürlich alle voll labern. Boah, ich bin voll, ey. Hast du das rote Chili oder die rote Marmelade schon probiert, ne? Chili, ich glaube, es wird um den Pudding da gehen, ne? Naja, gut. Ah, und bei euch so. Ah, ich habe mein bestes T-Shirt an oder mein bestes Hemd. Das ist nicht allzu oft, dass das so passiert. Na, was geht bei dir? Ah, ich hasse es in den... in der Nähe, nee, warte mal, vor den Augen von vor anderen zu tanzen oder so. Das ist nervig, aufregend, wie auch immer, ja. Trotzdem habe ich gleich mal eine Frage. Du practice dein Dance Skill? Ja, genau. Ja, mehr gibt's hier ja eigentlich nicht zu tun, also. Abby? Mama hat dafür gesorgt, dass ich das mache. Aber das habe ich noch gar nicht weitergehört. Yes? Na, wie wär's denn? Wir zwei? Willst du mein Partner für Flower Dance sein? Okay, klar! Cool! Siehst du? Na? Schon wieder starten unsere Dance? Yes, mehr gibt's ja eh nicht zu tun. So sinnvoll war der Tag heute nicht. Aber ich habe ja gar nicht so einen tollen blauen Jogginganzug an. Sehr seltsam. Außerdem tanze ich aus der Reihe. Mensch, na, aber was bin ich eigentlich für eine Pfeife? So ein Blödsinn. Okay. That was fun. Na klar. Schon allein wegen Abigail war das fun, ja? So, na gut. Time to go home, haben sie gesagt. Ist in Ordnung. Jetzt könnten wir hier noch ein bisschen was... Nee, das nicht. Das da. Noch ein bisschen verarbeiten. Dann müssen wir natürlich noch alles zumachen. Alle Häuser. Dann könnten wir hier vielleicht mit Glück... Ja. So, noch ein weiteres in Auftrag geben, aber dann wird es echt Zeit, ins Bett zu gehen, weil sonst wird es spät. Naja gut, ich habe keinen Energieverbrauch, von daher wäre es egal, wenn ich nicht den vollen, die volle Regeneration hätte. Oh, da ist noch was ich übersehen habe, was denn? Ach so, noch mehr Trüffel, ja natürlich, was auch sonst. Und da haben wir auch noch Trüffel. Ey, du alte Krähe, hau bloß ab. So, na gut, das verkaufen wir noch jetzt schnell. Ach ja, der Ding, der Pierre hat ja auch einen Auftrag für mich, den ich natürlich auch jetzt erst morgen machen kann, aber ist ja wurscht. Nicht so schlimm. Gut, schlafen. Ich denke, den morgigen Tag baller ich noch hier mit dran. Eine Fee. Ich habe schon gedacht, die Hexe kommt, aber es ist die Fee. Was macht sie denn? Was beschleunigt sie denn? Ja, nur eine Blume. Sehr sinnvoll. Der Knoblauch wäre sowieso übermorgen oder was soweit gewesen. Ah, das war jetzt nicht so toll. Super geil. Naja. Ein bisschen Gewinn natürlich, klar. Ein bisschen ist gut. Okay, fetzt. 35.000, das heißt, wir sind bei jetzt auf jeden Fall 800.000. Schön. Sag mal, die blöde Blume habe ich aber schon mitgemacht, oder? Fällt mir gerade so ein. Die blöde... Ja, Rare-Grau habe ich gekauft. Okay. Was haben wir jetzt noch? Weather Report. Wie sieht's denn? Looks like a storm. Das ist in Ordnung. Bisschen mehr Batterien. Living off the land. Dann können wir im Sommer wirklich war komplett autark gießen. Ohne, dass ich da was rumblödeln muss. Adventurous Guild near Pelican Town. Ach, jetzt erzählt er das. Ein nice Rewards Programm, also ein Belohnungsprogramm oder Belohnungsaktionen für jeden, der in den örtlichen Höhlen irgendwelche Monster erschlägt. Ja, toll.
Ja, und für große Anzahl von Monstern, die sie töten, kriegen sie eben tolle Gegenstände. Starke. Ja, und da gibt es eben ein Poster oder ein irgendwas an der Wand, ne? Wo das alles steht. Na toll. Das erzählst du jetzt. Im zweiten Jahr sollte man mit diesen Rewards eigentlich fertig sein, fast schon. Ja, du hast too much Fertilizer, das ist aber schade. Hä? Ich wollte schon sagen, kein Platz kann ja wohl nicht sein, oder? Das ist falsch. So. Ja, vielleicht werden wir ein bisschen was von dem Fertilizer mal wieder anpflanzen oder mit benutzen. Vielleicht brauche ich das, um effektiv weiterzumachen. Hä? Ansonsten würde ich sagen, mein Stall ist fertig, obwohl sie gestern nicht gearbeitet hat. Grover, ja, von mir aus. Flup. Ach, es geht sogar mit Pferd. Jetzt ist das Pferd wahnsinnig schnell. Ist das cool. Okay, wir sehen uns nachher. Ich muss mal einen Fries reinmachen, Mann. Wenn ich hier mit der Loot-Tour und so fertig bin und das erste Zeug gemacht habe. Also, Pferd lohnt sich doch. Geil. Ja, jetzt hat sie den Knoblauch fertig. Ja, siehst du, der wäre nämlich sowieso fertig geworden. Toll. Ist es dafür wenigstens jetzt ein goldener geworden? Ah, so eine dumme Kuh, ey. Naja. Ancient Fruit, jawohl. Nicht eine einzelnen gießen. Wenn, machen wir das volle Programm, mein Gott. Ach, wir können ja mittlerweile weniger gießen. Ja, was ich vergessen habe oder irgendwie im Gewächshaus jetzt machen muss, ist der Kale. Der Kohl. Den schaffe ich hier nicht mehr. Gut, bis später. Wo ist denn mal Gysi? Habe ich schon. So, vorbei. Ein paar Farmprodukte konnte ich verkaufen oder werde ich jetzt noch verkaufen hier. Die heben wir mal auf hier. Die Sea Urchin, weiß ich nicht. Die Void Mayo kann weg. Das brauche ich jetzt noch für Pierre, den Erdkristall. Irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf. Was war denn das jetzt? Ach ja, Sea Urchin wollte ich gucken. Den Seestern, wo ich den habe, den silbernen. Na, hier auf jeden Fall nicht. Aha, hier oben. So. Ne, ich glaube echt, ich werde mir mal kurz einen Omelette machen. Egal aus welcher Milch der das jetzt macht. Complete Breakfast machen wir gleich. Ach ja, gesickste Öl. Also Omelette haben wir definitiv zu viel, aber gut, was soll's. Er nimmt anscheinend bevorzugt erstmal Kuhmilch. Was ich jetzt noch machen wollte, ist eigentlich Pancakes. Dafür brauche ich Kartoffeln und Öl. Öl habe ich sowieso genug. Na, da nicht. Hier. So. Machen wir ein paar Kartoffeln. Ja. Hier werde ich es auch finden. Nehmen wir mal nur so viel. Die Felder gehen langsam immer mehr kaputt. Das habe ich hinten schon gesehen, aber was soll's. Hashbrown mal nicht Pancake. Aber doch, Pancakes will ich auch machen. Was brauche ich dafür? Moment. Jetzt ist die Frage, was habe ich denn gerade? Ich habe genug Hashbrowns. Ich brauche Pancakes. Ich bin so blöd. Was brauche ich für Pancakes? Weizen. Und Eier. Ah, ich sollte mir langsam mal die Eier aufheben. Okay, dann vergessen wir das. Ja, natürlich. Pfannkuchen. Mein Gott, bin ich doof. Okay. Das heißt, wir gucken jetzt mal schnell. Heute machen wir keine Tour. Wir werden uns nachher bei der Zusammenfassung sehen. Dann war es das für heute. Dann sehen wir uns in den Sommerabschlusstagen dann wieder praktisch. Denke ich mal. So, ja. Hier habe ich gesehen, dein Request, ja. Ach, ich bin jetzt zu blöd, um das richtig drauf zu klicken, ne? Ja, dann, Moment. Was brauche ich? Weizen? Weizenmehl, ne? Genau, ich glaube, Weizenmehl war's. Na, da muss ich mal gucken, was ich hier noch schicken muss. Was ist das jetzt hier? Ist das ein Hardwood-Zaun oder was ist das? Was soll denn das sein? Oder ist das Fiddlehead-Fern? Das könnte Farn sein. Ja, das ist ein Starfruit, ist klar. Red Cabbage, den gibt es glaube ich im Sommer. Artischocke wird es dann im Herbst geben. Beziehungsweise ich habe ja schon die ganze Zeit welche im Gewächshaus stehen. Das ist mir nicht klar, was das ist oder sein kann. Das ist Yum. Muss ich auch mal noch schicken. Das ist ein Pale Ale. Das ist normales Bier. Ja, sollte ich mir alles langsam verschicken. Und einen Fruchtsaft, also Gemüsesaft habe ich auch noch nicht hergestellt. Aus Frucht wird ja Wein. Gemüsesaft. Ja gut. Okay, im Sommer kriegt man das Collection fast schon fertig. Cool. Ja, und hier fehlen leider immer noch halt Artefakte, ne? Das habe ich teilweise schon mal gefunden, hier eben nicht. Das ist die Wirbelsäulen-Ding. Das ist, keine Ahnung, was das ist. Ist auch irgendein Knochen. Das wahrscheinlich sogar auch, weiß ich nicht. Und das ist die
Die Pfeilspitze, genau, weil das ist nämlich die Handachse. Muss halt mal Glück haben, dass ich was finde, ne? Morgen gehen wir mal in die Wüste. Okay, also wir sehen uns bei der Zusammenfassung nachher. Warte mal, sagt ihr eigentlich was dazu, dass wir gestern ja zusammen rumgeblödelt haben? Ne, wahrscheinlich nicht. Ach, sie sagt wieder mal gar nichts. Das ist halt so eine sinnvolle Unterhaltung. Bis nachher. So, das war's dann für heute. Jetzt haben wir noch einen Ausritt mit dem Pferdchen gemacht, damit es nicht so langweilig ist. So. Ja, wir schlafen. Ach ja, morgen ist ja Gewitter auch noch. Brauchen wir also nicht gießen. Ist schon mal gut. Bisschen Gewinn durch die Sachen, durch die Dinger hier. Ja klar, bisschen durch das ganze Zeug, was ich noch rausgeholt habe. Ja, okay, nicht schlecht. Ist in Ordnung. S, Shift und Donnert. Also, hiermit dann. Danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Frühlingstänzchen gemacht mit Abby. Das war eigentlich die Hauptsache von dem Part. Blödsinn. Ja gut, Geschenke brauche ich nicht mehr viel machen. Und da sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir den Frühling abschließen. Und vielleicht auch nochmal klar an Kent und dem Zwerg nochmal ein, zwei Geschenke geben. Der Rest egal. Und hier genauso dieses Community Center brauche ich nicht mehr. Im Prinzip brauche ich es gar nicht mehr, weil die ganzen, die Community Center betreffen würde, wie Mani, Weisart, hier unten irgendwo die Emily, die habe ich alle schon so hoch. Sowieso total egal. Naja. Oh, selbst Grobus, 8 Herzchen. Weiß zwar nicht, ob mir das was bringt, aber naja. Gas, 8. Den könnte ich gleich mal ein bisschen hochjagen noch. Ja, auf jeden Fall, Kent ist 5 Herzchen jetzt. Ja, passt schon. Naja, mal gucken. Dann sehen wir uns im nächsten Part beim Beenden des Sommers. Und ich darf Shane nicht vergessen. Der hat nämlich auch noch ein oder zwei Szenen. Ich weiß nicht, ob man die eine überhaupt noch auslösen kann, weil wir Teil 2 eigentlich schon hatten. Wir hätten erst Teil 1 davon haben müssen. Das haben wir aber nicht gehabt. Naja, gut. Habe ich ein bisschen verpennt. Wir sind direkt zu Teil 2 gesprungen. Bis denne.